Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Minish Cap. Wenn ihr euch wundert, warum ich heute etwas leiser bin, beim Kommentieren und Spielen selber, das liegt daran, dass ich recht spät aufnehme und alle anderen hier im Haus schlafen, ich aber trotzdem samstags ein Video für euch posten möchte und deshalb jetzt nachts zu dieser unchristlichen Zeit spiele und aufnehme und halt einfach auf meine Lautstärke achten muss. Insofern erwartet leider kein Riesengebrülle oder sonst was, aber es wird schon lustig werden. Der Minish Cap ist ein klasse Spiel und da kann man auch mal leise spielen, denke ich. Kann man ertragen. Hier schneide ich wieder Büsche klein, weil ich ja alles ausgegeben habe, was ich besessen habe im letzten Part. Oh, Geld. Oh, tot. Hehe, du bist tot. Edgy Badge. Oh, du gleich auch. Edge. Oh Gott, bin ich böse. So böse. Sollte ich mich eigentlich bestrafen dafür, dass ich böse bin. So, hier nochmal 5 Rubine. Die Gegner geben auch inzwischen mehr Rubine, fällt mir hier so auf. Die waren früher geiziger und warum ist der Baum hier im Weg? Ich will dahin. Ich will dahin. Der Navik will dahin. Stirb! Wie komme ich denn dahin? Mein lieber Scholli. Kann doch nicht so schwer sein, dahin zu kommen. Ja, du bist auch ein bisschen dämlich. Töte ich dich auch noch. Hier, bam, bam, bam. Tot. Ah, Rubine. So, den Stein kann ich da mal reinschieben. Das schafft mir eine Abkürzung, wenn ich von woanders hier hinkommen will. Ich gehe mal hier weiter runter. Irgendwie verraten mir all diese Gegner, dass hier unten was ist. Was ich jetzt brauche im Spiel. Oh, mehr Geld. Das ist ein Bumerang. Du bist tot. Kein Geld. Geizhals. Wow, noch ein verschlossener Pfad. Da kann ich ja echt viel machen hier. Oh, noch so ein Typ mit einem Bumerang. Glücksfragment. Geil. Dankeschön. Da freut man sich doch. So, und was haben wir hier? Ein Minischhäuschen. Lass mich in Ruhe, du Vollhorst. Danke. So, dann schrumpfen wir eine Runde, ne? Schrumpfen wir einfach mal eine Runde weg. Ja, los, komm, ist gut. So, und ab ins Minischhäuschen. Na du? Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Schön. Wenn ich mich recht erinnere, ist das so eine Glücksfragmentbohne, die irgendwann wächst. Wenn ich mit dem richtigen Typen Glücksfragmente vereine, also kann ich hier nichts machen. Bäh, ich dachte, hier ging's weiter. Da unten ist auch noch ein Haus, wo ich nicht hinkomme, super. Was steht denn hier? Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasusstiefel nicht vergessen. Ich habe keine Pegasusstiefel. Oh Gott. Ja, ich glaube, hier gehe ich gleich unter. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein feuchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht rum. Los, Navik. Träum später, weiter geht's. Und ich versinke im Sumpf. Nicht gut. Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja, du bist ja ein ganz schlauer Fuchs. Kann ich hier Wasser mitnehmen? Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Gieße ich das Wasser trotzdem mal unten einfach auf die Bohne? Man kann es ja ausprobieren. Vielleicht passiert ja was. Ansonsten Pegasus-Stiefel, die gab's in Schloss Hyrule. Das weiß ich noch. Nö, passiert nix. Ah, wie kam ich an die Pegasus-Stiefel ran? Wie kam ich daran? Nehmen wir mal hier die Abkürzung, um zu zeigen, wo sie hinführt. Und zwar auf die südliche Ebene von Hyrule. Und hier ist auch Stadt Hyrule. Da will ich hin. Hä?
Er will Fragmente vereinen? Interessant. Hier, ich habe ein passendes. Gott, wie viele blaue habe ich denn? Okay, irgendwas passiert mit dem Postboten. Ich möchte den Menschen noch nützlicher sein. Ja, ich werde Magnus bitten, ein Buch zu schreiben, damit wir stärker werden können und die Ungeheuer besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten müssen. Walfrid wird mir helfen müssen. Okay. Muss ich jetzt zu dem hin? Später, denke ich mal. So, hier ist das Haus des Schuhmachers. Und er schläft einfach ein. Gen. Da sind Schuhe. Super. Schrumpfen wir mal. Wofür ist denn die Vase hier? Jetzt sind die Schuhe weg? Was ist da passiert? Aber jetzt komme ich hier hoch zu dem Mensch. Ah, bist du vielleicht Navik? Der Mensch, für den Melter das Schwert überarbeitet hat. Du bereist das Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen, aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du brauchst Pegasus-Stiefel. Das trifft sich gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht, als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafmutzig Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken? Solltest du mal zum Laden der Hexe Sirup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Oh Gott, jetzt muss ich hin und her wandern. Okay. Schlumm hat dringende Aufträge, also weck ihn schnell auf. Wir machen die Schuhe, also geh doch zur Hexe Sirup, ja? Ja. Willst du auch nochmal das Gleiche sagen? Ja. Okay. Ihr seid ja sehr nützlich. Aber das hilft uns auch schon weiter. Müssen wir jetzt also wieder in Richtung Tyloria-Wald zur Hexe Sirup. Schlaf gut. Was sagst du denn? Gen. Okay. Gehen wir jetzt nochmal kurz oben gucken, was unser Zauberspruch da gemacht hat. Die Postbotenbude war hier. Oh, hi. Guten Tag. Hier kann man die Magnus-Schwertfibel von Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteuer. Zum Sonderpreis von nur 200 Rubinen. Ja. Es tut mir leid, du hast nicht genügend Geld dabei. Und zack, es schreiben immer mehr und mehr. Muss ich das Buch jetzt kaufen? Das ist ja wohl Wucher. Ich habe das Buch erschaffen, warum soll ich es kaufen? Naja, okay, dann habe ich wenigstens bald mal Verwendung für meine Rubinchen. Und warum ist hier wieder zu? Immer ist er zu, wenn ich vorbeikomme. Bodenlose Frechheit. Oh, eine Muschel. Oh, Marlon hat Platz gemacht. Jetzt kommen wir da durch die Long-Long-Farm. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, hier auch noch nebenher ein paar Geheimnisse zu lüften. Was sagst du? Oh, die Tür ist zu und der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Ach, herrje. Das ist Marlons Lied aus Ocarina of Time gewesen. Ach, herrje. Wir wollten doch in die Stadt Long-Long-Milch verkaufen. Kein Problem. Ich kümmere mich drum. Denn da ist ja ein Minischloch für mich. Da gehe ich doch rein. Und jetzt werde ich groß. Und jetzt muss ich nur noch einen Schlüssel finden. Das ist kein Schlüssel, aber auch sehr willkommen. Das ist ein Schlüssel. Dann kann ich hier den Schlüssel binden. Hallo? Muss ich den jetzt draußen abgeben? Nicht die Tür sprengen, das wäre böse. Ja, okay, gebe ich den Schlüssel jetzt draußen ab, muss nur noch schnell groß werden. Dam, dam, da, 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 dam. Ach, herrje. Ausrufezeichen und alle folgen mir. Schlüssel hochheben, bloß nichts sagen. Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zu fahren. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal, vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Navik, aha, ein guter Name. Wenn du zum Hyliasee willst, kannst du gerne durch unser Haus gehen. Okay. Vielen Dank, Navik. Komm bald mal vorbei. Oh, ich mag das wirklich, dass die da einfach mal uns Lied spielen. Das ist cool. Aber gerade frage ich mich, warum da ein Minischloch ist. Ich werde es mal ausprobieren und versuchen, als Minisch darüber zu gehen.
Da komme ich nicht drüber, komme ich hier? Nein. Okay. Das nützt mir noch nichts. Nützt mir noch rein gar nichts. Ah, eine Muschel und Geld. Ich brauche ja noch ein paar Rubine. Und da sind wir auf der anderen Seite der Farm. Sehr gut. Na, du Kuh? Was zu sagen? Ah, und hier ein Loch, das wir freigelegt haben mit irgendeiner Fragmentvereinigung. Was haben wir hier drin? Große Geldbörse erhalten. Jetzt kann ich mehr Rubine tragen. Wie viele kann ich tragen? Nee, das ist nicht meine Geldbörse. Oh, das kann ich nicht sehen, wie viele Rubine ich tragen kann. Ah, hey, ich kann mehr tragen. Das ist gut. So, ist hier noch irgendwo was? Oh, da ist ein Loch. Geh ich doch rein. Ach, kein Problem hier. Das ist kein Problem. Schwupp, schwupp und wupp. Yeah, Geld. Sehr gut. So, gehen wir mal hier lang hoch. Und da ist noch niemand. Ich sag noch, weil ich weiß, dass da noch jemand hinkommt. Gut, springen wir hier lang einfach runter. Da ist so ein Baum, mit dem ich noch nichts machen kann. Das hier wäre eine Minish-Ecke. Oh, ich glaube, ich kann die ganzen Bäume öffnen, sobald ich die Pegasus-Stiefel habe. Hylia-See, Laden der Hexe-Sirup. Aha, sehr witzig. Soll ich denn da lang weiterkommen? Gehe ich doch einfach hier lang hoch. Oh mein Gott. Ich kann hier wieder Blödsinn machen, um weiterzukommen. Ich mache eindeutig viel zu viele Nebenaufgaben hier. Ich komme ja gar nicht mehr voran. Okay, ein Minish-Loch. Dann werde ich mal zu Minish. Oh, natürlich ist jetzt die Wiese zu hoch. Okay, gehen wir hier hoch und hier rein. Da haben wir eine Truhe mit einem roten Glücksfragment. Okay. Nett, aber gerade nicht benötigt. Sowieso habe ich von Glücksfragmenten, was rote und blaue angeht, schon eine ganze Masse. Mir hapert es nur an grünen. Wenn man vom Teufel spricht. Oh, wow. Fliegen wir mal hier lang runter. Das sieht nämlich so aus, wie jetzt müsste ich genau das machen. Oh, da wusste ich nicht, dass das so geht. Interessant. Ach, dieser Pissgegner da. Taucht immer auf und nervt nur. So, wo lang muss ich hier fliegen? Ich habe keine Ahnung. Oh, doch. Oh, so muss ich weiterspielen. Tihi. Aus Versehen das Richtige gemacht. Und ich dachte, ich sidequeste schon wieder. Was war ich dumm? Hylia-See. Da sind wir. Wo geht's hier hin? Long Long Farm. Oh, cool. Jetzt aber wieder zum Sidequesten. So, und hier will ich jetzt nach links. Ich will da nach links und da oben drauf. Ich will da drauf. Menschenskinder. Ah, also nochmal. Eselo hat schon nützliche Tricks drauf. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Ah, das ist... Oder muss ich nur den Zaun da vorne überfliegen? Probieren wir mal den Zaun zu überfliegen. Nicht abstürzen, Eselo. Na super. Irgendwie muss ich hier aber doch weiterkommen. Irgendwas muss da doch zu machen sein. Aha! Wunderbar. So, schiebe ich jetzt mal den Block da rein. Damit ich diesen dämlichen Sprung nicht nochmal machen muss. Sie will einfach nicht kaputt gehen. Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen.
Oh, ja klar, vereinen wir Fragmente. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Na, was passiert denn? Okay. Ach, ein Geronne kommt. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich will viele Fragmente verkaufen. Er verkauft Fragmente direkt. Oh, wie nett. Ich habe einen neuen Händler freigeschaltet. Perfekt, jetzt passiert etwas Gutes. Ja, aber weiterkommen tust du hier trotzdem noch nicht. Naja, zurück zur Hauptquest. Ich glaube, von da oben kam ich, dann muss ich jetzt hier lang weiter. Tyloria-Wald, da sind wir wieder. Ein goldener Octorok. Du bringst mir jetzt viele Rubine, oder? Jetzt stirb doch endlich. War doch schon nicht mehr lustig. Jawohl. 100 Rubine nur, du Geizhals. Nur 100 Rubine gibt er mir. Glücksfragment erhalten. Yay. Oh, ein Herzteil. Herzteil erhalten. Jetzt hast du 2 Herzteile, noch 2 mehr und du kriegst einen Herzcontainer. Yay. Warte mal hier. Laden der Hexe Sirup. Bürgermeister. Hier zum Bürgermeister komme ich nicht. Wie's aussieht. So, sammeln wir hier mal noch weiter. Ich will ja gleich noch das Buch kaufen. Oh Gott. So viel Mist, wie ich hier mache, wird das ein recht langer Part. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, den gleich zu schneiden. Laden der Hexe Sirup. Ah, da bin ich richtig. Na, Süße. Willkommen, ne? Appetit auf Großmütterchens blaues Elixier. Kaum getrunken, schon bist du fit. Nur zu, probier mal. Zum nein. Ah, mein Kind, eine gute Wahl. Diesen Artikel gibt es nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf. Einmal riechen und du bist hellwach. Ja, den brauche ich. Aber jetzt sind meine Rubine wieder weg. Ihr wollt doch noch was anderes kaufen. Da. Naja, dann gucke ich mal, ob ich, bis ich in Stadt Hyrule bin, wieder 200 Rubine hab. Aber ich denke schon. Gibt ja genug Möglichkeiten, hier was zu kriegen. Ah, oh, Glücksfragment. Hier wieder Büsche zerschneiden. Oh, eine Muschel. Da. Ah, hier sind wir wieder auf der Farm. Das interessiert mich gerade mal nicht so sehr. Okay, hier sind wir auch auf der Farm. Aber ich will gerade noch einen anderen Weg gehen, um eine Truhe zu sammeln, die ich gerade eben noch gesehen habe. Du bist tot. So ein... Oh, da komme ich da hoch. Wie leicht ich mich ablenken lasse, das ist schlimm, oder? Und hier ist ein Baum. Es schreit ja förmlich nach einem Schwertmeister. Es ist ein Feenbrunnen. Okay. Es ist mir recht. Na, Süße? Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Ich brauche Rubine. Viele, viele Rubine. Bitte wirf all deine Rubine in diesen Brunnen. Okay, ich sammle sie zwar. Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast. Ja. Du bist aber lieb. Ich brauche gar keine Rubine. Weil du so freundlich bist, möchte ich dir bei deinen Abenteuern helfen. Große Geldbörse. Jetzt kann ich noch mehr Rubine tragen. Hm. Sieht so aus, wie als müsste ich sie erstmal nicht mehr sinnlos ausgeben. Also es war relativ klar, dass sie die Rubine nicht behalten wird. Deswegen habe ich einfach immer ja gesagt. Und selbst wenn sie sie behalten hätte, dann hätte ich mir das dämliche Buch halt gleich nicht kaufen können. Aber sie hat sie ja nicht behalten. Ah, ein weiteres Glücksfragment. Mensch, was habe ich ein Glück. Und eine Schlange, die mir Rubine geben will.
Jetzt komm schon wieder. Ah, du stures Biest. Jetzt komm wieder und dann stirb. Geht doch. Yay, 100 weitere Rubine. Das sollte doch meinen Reichtum erstmal ziemlich sicherstellen. Dam, dam. So, hier der Weg ist zu. Aber da wollte ich auch gar nicht lang. Ich wollte hier lang und die Truhe holen. Hi. 200 Rubine erhalten. Oh, wow. Ist hier noch irgendwo was im Wald? Da unten, hatte ich das schon geholt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich guck mal nach. Ich meine, dass ich mich ablenken lasse, kennt ihr ja inzwischen ein bisschen. Ach komm, der Nebel stört mich schon gar nicht mehr. Dafür bin ich viel zu erfahren. Ja. Ich bin am richtigen Weg. Muss ich hier klein werden? Ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal. Den muss ich nämlich auch gar nicht. Glücksfragment erhalten. Okay. Nimm das und das und das. So, jetzt kann ich den Wald hier aber verlassen. Jetzt kann ich aber mal, glaube ich, ins Schloss gehen. Also nicht ins Schloss, sondern zurück nach Hyrule-Stadt. Stirb! So, rennen wir hier einfach lang durch zurück. Büsche kann ich auch woanders noch zerschneiden, wenn ich aus dem Wald raus bin. Oh, da lang kann ich doch runter. Kann ich hier rein? Hallo. Ich mache hier mal alles kaputt. Oh Gott, wie ich heute abschweife. Eigentlich wollte ich nur schnell einen Teil aufnehmen, damit ich morgen was hochladen kann. Und jetzt zerschlage ich hier alles. Hi, na? Oh, cool. Ja, Baby, ich möchte mit dir Glücksfragmente vereinen, denn ich habe blaue Glücksfragmente. Ich trinke kurz was. Okay. Ich fühle mich so stark. Eisenerz, yeah! Okay. Kriegst du jetzt die Wand kaputt? Sieht so aus. Endlich ist sie offen, ich gehe gleich hinein. Ich folge dir gleich. Hey, hey, passt perfekt. Und du, willst du auch? Ja. Ein grünes? Ah, davon habe ich inzwischen auch ein paar. Oh Gott, das ist der Gongolberg. Das hole ich ab, wenn ich irgendwann mal zufällig da bin. Aber extra gehe ich jetzt dafür nicht dahin. Was sagst du normalerweise so? Rock, rock, rock'n'roll. Okay. Mit dir hatte ich eben Fragmente vereint, also kann ich hier lang weitergehen. Und da ist der Gorone, der inzwischen da reinkommt. Ah, hat aber schon eine gute Höhle gemacht. Sie will einfach nicht kaputt gehen. Ich brauche Hilfe, um sie einzureißen. Oh, wow. Sieht man noch an der Ecke, dass da ein zweiter Punkt mit dem Goronenkopf ist. Könnte ich es ja echt noch nach Hyrule schaffen. Und da sind wir. Gehen wir mal zuerst das Buch kaufen. Oh, Marlon hat Milch geliefert. Na, guten Tag.
Hier kann man die Magnus-Schwertfibel von Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteurer. Zum Sonderpreis von nur 200 Rubinen. Ja. Vielen Dank für deine Bestellung. Es müsste bald da sein. Also frag an und an mal bei uns nach. Ja, super. Das ist ja nützlich. Na, du? Ah, willkommen. Ich biete die gesunde Long-Long-Milch an. Eine Flasche voll kostet ein... Nein. Obwohl doch. Ich weiß doch, dass ich die später noch gebrauchen kann. Und im Notfall trinke ich sie. Oh, der Tirop-Händler ist da. Na? Ich habe verschiedene Sorten Tiere. Du kannst sie in der Flasche mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Der grüne Tiere... nee, mysteriöse Muscheln brauche ich nicht. Nein, brauche ich auch nicht. Ja, sofort. Super. Dann trinke ich halt die Milch jetzt einfach. So kann man auch mal Rubine verschwenden. Oh, ich kann 2 Schlücke nehmen. Cool. Hätte bestimmt was gebracht. Bis zum nächsten Mal. Was kosten hier eigentlich grüne Fragmente? Ich nehme mal die Flasche da vorsichtshalber weg. 50, ja, ich kaufe noch eins. Ist aber schon ein ganz schöner Wucher. Ne, die restlichen kaufe ich bestimmt nicht. Vogel. So, und der Tirup, was der bewirkt, werden wir jetzt gleich sehen. Denn wenn wir durch Wiesen gehen und den getrunken haben oder aktiviert haben, verändert der das Ergebnis von dem, was wir in den Wiesen finden. Und hier an der Ecke ist zufällig eine wunderbare Wiese dafür. Weshalb ich ihn hier ausprobieren möchte. Also, wo ist mein Tirup? Weißer Tirup. Da haben wir es schon. Ich will 3 auf einmal zerschlagen. Oh, damit haben wir den Preis im Vergleich zum Geronen mehr als nur raus. Oh Gott. Jetzt werde ich aber hier zugespammt. Und sogar blaue finde ich. Oh, der Tirup hat seine Wirkung verloren. Hat sich aber auf alle Fälle gelohnt. Gucken wir mal in meine Tasche. Boah. Das sieht gut aus. Moment mal, hier muss ich noch gar nicht hin. Was mache ich denn? Jetzt habe ich so viel gesidequestet, dass ich echt vergessen hatte, was ich eigentlich machen wollte. Ich gehe jetzt zum Schuhhändler und dann ist auch hier der Teil vorbei, wenn ich die Pegasus-Stiefel kriege. Ich hoffe, ich kriege sie. Ich sollte sie kriegen, denn ich erinnere mich, dass ich sie jetzt kriege. Hallo. Hier, dufte mal. Aha. Oha, dieser Geruch, der durch und durch geht. Der Duft des Wegpilzes. Hast du mich geweckt? Danke, ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Ah, Nanu, was ist denn das? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Ja, nee, ist klar, das waren Minich. Minich gibt's doch gar nicht, du Idiot. Du bist hier, weil du unbedingt Schuhe von mir haben willst, oder? Ich schenke dir diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind gleich fertig. Klopf, klopf, klopf. Wisch, wisch, wisch. Das wäre fertig, so bitteschön. Schlumms exklusive Pegasus-Stiefel. So leicht, dass du rennst wie der Wind. Pegasus-Stiefel erhalten. Halte den Knopf gedrückt, um zu rennen wie der Wind. Ah, ich muss schnellstens die Schuhe für Zelda fertigstellen, die der König bestellt hat. Vielen Dank, dass du mich geweckt hast. Komm wieder, wenn du Probleme mit deinen Schuhen hast. Muss ich die ausrüsten? Ja. Oh. Sauber. Kann ich ja im nächsten Part einfach das Hühnerspiel spielen. Also dann beende ich diesen Part hiermit. Wir haben ein bisschen rumgetrödelt, rumgedödelt, aber könnte viel schlimmer sein. Wir haben ja auch einiges gefunden. Also dann, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.